So, da wären wir wieder. Play. Und der müsste hoffentlich genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Genau. Was haben wir da? Ein Fischerbuch. Wir fischen noch nicht wirklich viel, aber okay. Wir hatten Mangel an Steinen. Das dürfte ja eigentlich kein Problem sein. Wir buddeln einfach immer weiter runter. Das sieht nicht so wirklich aus. Nee, komm, wir machen wieder ein Portal. Ah, da ist ja noch eins. Schön, dass der Gerugon aus der Vergangenheit alles gedacht hat. Also müssen wir jetzt eigentlich nur noch warten, bis die Zwerge ihre Aufgaben alle erfüllt haben. Und ich hoffe, dass diese Nacht nicht schon wieder so ein dicker Troll ankommt mit seiner Skelettarmee. Aber das sieht hier soweit ganz schön ruhig aus. Ich hätte echt gerne Fackeln. Also Fackeln, die man auch hier platzieren kann. Wir könnten einfach das da weghauen zum Beispiel und da eine Fackel hinsetzen. Ja, das klingt gut. Hier kommt auch noch ein Raum hin später. Was macht da so komische Flatschgeräusche? Oh, Käfer. Haut den Käfer tot. So. Genau, da kann eine Fackel hin. Holz haben wir eine Menge und es fängt dann noch an zu regnen. Unsere armen Zwerge. Und das hier ist was Tolles. Das ist nämlich einer der Aspekte, die man wirklich zu Dwarf Fortress setzen könnte. Nämlich wenn es bei Dwarf Fortress regnet, bilden sich auf dem Boden auch so kleine Einserfelder. Einserfeld heißt einfach nur, dass es ein Feld ist, was zu 1/7 mit Wasser gefüllt ist. Und wenn es ganz, ganz viel regnen würde in eine Vertiefung, zum Beispiel sowas hier, dann bildet sich dann nach und nach ein kleiner See. Das heißt, die Wasserphysik scheint hier ziemlich ausgeprägt zu sein. Zombie? Zombie. Zombie töten. Ich hoffe mal, ihr helft da zusammen. Ja, zwei Zwerge kommen schon mal. Ich weiß gar nicht, wie stark die sind. Ja, das geht ja gut runter. On guard! En garde zu sagen, ist aber nicht sehr zwergisch, oder? Oh. Der läuft schon mal um sein Leben und... Da kommen die Nächsten. Und ein Geist. Er ist ganz schön mutig. Nö. Okay, du fliehst, du bist durchs Portal geflohen. Und wir warten jetzt, bis es Tag wird. Sieht fast so aus, ne? Ein XP. Ja, die belagern unser Lager. Oh oh, oh oh. Genau, der ist auch geflohen. Nicht zurückspringen. Low Health. Genau du. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir verlieren gleich unseren ersten Zwerg, weil der hier immer wieder zurückspringt. Wo sind eigentlich unsere restlichen Zwerge? Da ist einer. Da ist ein anderer. Ach, und hier hinten beim Shop hängt einer. Der ja. Wie viele Lebenspunkte hast du? Select Dwarf. Control. Hops. Hops. So. Du hast immer noch geschlossen, hm? Schade. Doink. Ah, es wird Tag. Sehr schön. Trotzdem sollst du mal das Ding da angreifen. Also, angreifen klappt nicht so wirklich. Also ich weiß noch nicht, wie die Steuerungsbefehle sind für einfach vor sich hauen. Na gut, release. Greif das Hühnchen an. Und die Skelette müssen jetzt hoffentlich alle sterben. Oh, oh. Ah, die machen gar nichts mehr am Tag. Sehr schön. Du. Warum verfolgst du dich jetzt? Du, take control, geh zurück. Genau, geh einfach weg. Release. Oh. Na gut, dann lauf halt in deinen Tod. Ist mir Wayne.
Portal ist weg. 6 Stück Stein. Zu wenig. Neues Portal. Das. Abbauen bitte. Damit wir noch Steine haben. Forschung. Wir brauchen unbedingt Betten. Betten sind... Bed of Leaves. Können wir jetzt schon. Oh, sehr schön. Dann hätten wir gerne 1, 2, 3 Holz. 1, 2 Leaves. Bauen, bauen, bauen. Schließen, schließen. Und die kommen hier unten hinten. Wo sind die Betten? Wo sind... Ah, hier. Unter Möbel. Macht Sinn. Hätten wir gerne da ein... Nein, 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 nicht da. Das muss weg. Weil Betten können immer nur in einem Abstand gebaut werden. Also Bett, frei, Bett, frei, Bett, frei, Bett, frei, Bett. Oh, das geht auf. Okay. Steht überall was im Weg. Genau, mach mal hier irgendwas weg, bitte. Aha. Also Bett, frei, Bett, frei, Bett, frei, Bett. Und Zwerge schlafen nur in einem Shelter. Okay, also bauen wir einen Shelter. Dazu müssen wir unser Totem setzen. Das wäre hier. Flupp. Und das setzen wir mal... Können wir hier nicht bauen. Das und das muss noch weg. Und dann brauchen wir auch noch eine Hedge für oben drauf. Also eine Art Zugangsluke. Und dann gilt das Ganze hier erst als Raum. Was brauchen wir denn für so eine Luke? Wooden Wall, Roof of Dingens. Wooden Hedge. Dafür brauchen wir eine Wooden Wall. Ich habe das Gefühl, das Holz ist bald wieder alle. So, Wooden Wall haben wir gebaut. Workbench. Da brauchen wir Eisen, das wir nicht haben. Raus, raus. Ach, Wooden Wall müssen wir auch noch erst setzen. Ah. Wir sind etwas pingelig bei den Aufträgen. Wooden Wall. Da. Dann setz doch mal bitte hier Build Wooden Wall hin. Und sobald das fertig ist, na, ich will nicht noch mehr davon bauen. Sobald das fertig ist, kann hier dann der Steinkopf hin, also der Totem. Und der Teich ist ganz schön groß geworden. Da hatten wir eine Brücke gebaut. Dann hat es geregnet. Fällt mir auch gerade auf, dass es nicht unbedingt die beste Location ist, um eine Festung zu bauen. Weil wenn das hier rüber schwappt, geht das ganze Wasser hier runter und unsere Festung rein. Das Problem hatte ich bei Dwarf Fortress auch schon ein, zwei Mal. Oh, und das könnten wir auch mal abbauen. Das ist Weizen. Ich brauche unbedingt noch einen vierten Zwerg. Und einen fünften und einen sechsten. Damit das alles ein bisschen flotter vonstatten geht. Können wir noch irgendwas bauen, um schnell Erfahrungspunkte zu bekommen? Die Workbench braucht Eisen, das haben wir nicht. Die Slime Torch braucht Schleim. Zombie Brain. Für Potions. Hm. Ja, nö. Wir können nichts bauen. Das heißt, wir müssen echt den... Ah, einfach hier hinten den Eisen abbauen. Das ist doch eine Idee. Und dann auch gleich die Kohle und überhaupt alles. So, Wooden Wall ist auch fertig. Ah, und dadurch können wir jetzt die Hedge bauen. Guti, guti, guti. Schließen. 1, 2, 3, 4, 5. Bauen. Und setzen. Da bist du. Wooden Hedge. Da drauf. Und damit haben wir unser erstes Haus. Auch wenn es ein wenig komisch angeordnet ist momentan. Wir müssen halt das hier auch noch alles wegmachen. Das dann mit Dirt zubauen. Oder hier einfach ein Zimmer draus machen. Fällt mir gerade ein. Hm, Mist. Ich glaube, das Ding hat eine Reichweite. Eventuell können wir hier gar kein Zimmer draus machen. Aber das muss ich gucken. Einfach alles schön testen. Wir sind noch relativ neu im Spiel. Da geht es eigentlich nur darum zu lernen, was genau wir machen können und was nicht.
Wir brauchen auch später ein neues Lager, das nicht so unbedingt gleich oben an der Oberfläche ist, sondern irgendwo verbunkert in der Festung selber. So, genau, da ist jetzt die Zugangsluke. Das Ding muss immer noch gebaut werden. Warum macht das keiner? Der Stein ist hier oben abgetragen worden. Heißt, die einzigen Aufträge, die wir noch haben, ist hier unten das Wegholzen. Herstellen. Roof of Leaves. Das sieht einfach aus und gibt bestimmte Erfahrungspunkte. Zing. Ah, und ich muss es auch gleich wieder setzen hier. Jo. Roof of Leaves. Oh, Level Up. Ein Zwerg, ein Cone und eine Wurzel. So, da jetzt bitte das Gras hinbauen. Das können wir gleich wieder abbauen. So, gleich wieder abbauen. Wir wollen nur die Erfahrungspunkte und... Oh, oh, Angriff von komischen blauen Dingern mit leuchtenden Augen. Ja, also wir kriegen jetzt auf jeden Fall in 43 Minuten wellenartige Angriffe von diesen Monstern. Dagegen sollten wir was machen. Also entfernen wir das Efeu aus unserem Schlafzimmer, Pilz aus unserem Schlafzimmer. Machen die Bäume hier mal weg. Cut. Wir brauchen Verteidigungsanlagen. Also hier noch so eine Mauer. Oder am besten hier eine Mauer, damit das Ding nicht überschwappt. Auf der Seite auch. Da können wir ja... Ja, die Fackel davor klingt einmal ganz schlecht. Also das auch noch weg. Dann baue ich hier eine Steinmauer hin. So vier Felder hoch. Das kommt auch noch weg. Und dann haben wir hoffentlich hier unsere Ruhe. Weil wir selber können uns ja hinter die Mauer teleportieren mit dem Portalspruch. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen hier ordentliche Zimmer. Dafür brauche ich Dirt. Und wir hätten nämlich hier gerne wieder einen Fußboden. Okay. Eisen wird abgebaut. Das wird abgebaut. Das kommt erst weg, wenn die Bäume weg sind. Wir brauchen hier ein neues Portal, damit die Zwerge, die loslaufen, um das eine Ding aufzusammeln, schnell nach Hause kommen. Manchmal seid ihr echt komisch. Oh, was wir auch noch brauchen ist Werkzeug. Und zwar für unseren neuen Zwerg. 1, 2, 3. 1, 2. Pickaxe. Stone Axe. So, ausrüsten. So, Zwerg Nummer 1, Zwerg Nummer 2, Zwerg Nummer 3, Zwerg Nummer 4. Axt, Keule, Pickaxe. Sehr schön. Auch wenn wir leider noch gar nichts an Rüstung haben, das soll einfach auch noch ändern. Oh, der Kristall sollte da weg, bevor wir das Gesicht setzen können. Ich glaube, ich setze das Gesicht gar nicht hier, sondern ich setze es hier. Damit wir mehr Radius haben für unsere Festung selber. Ja, das klingt gut. Und Fackeln hätte ich ganz gerne über den Betten. Da und da. Da also auch. So, Chop Chop Zwerge, wir haben viel zu tun. Oh, Holzhelm. Sehr gut. Du, 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 du. Gleiches Holz alle. Zwerg Nummer 1, du bekommst ein Holzhelm. Jo. Was hast du denn da? Tinker's Head. Holzhelm, Armor 1. Also die anderen Helme, die wir hier haben, sehen einfach nur schick aus, oder? Ja. Gut, also wir brauchen Holz, Holz, Holz. Und das lassen wir erstmal. Fackeln werden gesetzt, damit wir ein bisschen Licht haben in der Bude. Das muss wächst, damit es nicht neu wächst. Und was haben wir hier? Hunters Buch. Book. Erhöht den Schaden auf Bestien. Du bist meiner.